Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederik. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe eine Zuschauerfrage heute zum Thema MDK, also medizinischer Dienst der Krankenkassen und Arbeitsunfähigkeit. Was kann der Arbeitgeber alles tun und was nicht? Obex Fahrer fragt, kann der Arbeitgeber, sofern Zweifel an der Krankmeldung AU, also Arbeitsunfähigkeit, vorliegen, den MDK, also Medizinischen Dienst der Krankenkasse, einschalten und die Krankmeldung sogar rückwirkend einkassieren, um ihn dann, also den Arbeitnehmer, eventuell zu kündigen. Ja, wie ist das? Gehen wir mal ganz systematisch vor. In dem Moment, wo der Arbeitnehmer zum Arzt geht, ist ja ein Arzt da, der schreibt ihn arbeitsunfähig krank. Ja, also arbeitsunfähig vor allem. Dieses krank, sage ich ja immer Trend zwischen Arbeitsunfähigkeit und Krankheit. Ja, also er schreibt, kriegt er diesen gelben Schein, der ist arbeitsunfähig, sagt der Arzt. Jetzt kann der Arbeitgeber, wenn er Zweifel daran hat, natürlich den medizinischen Dienst der Krankenkasse einschalten. Was passiert denn dann? Dann lädt der medizinische Dienst der Krankenkasse den Arbeitnehmer vor und guckt sich den an. Und dann sitzen da so Ärzte, wie sage ich das jetzt, ohne jemand zu nahe zu treten, Ärzte, die andere Leute begutachten. Nicht unbedingt Fachärzte, nicht unbedingt Ärzte, die jetzt nun immer so an der Front vorne sind. Ja? Die gucken sich den an und sagen mal jetzt entweder, ja, der ist ja auch eindeutig krank, dann ist ja sowieso das bestätigt. Ja? Oder die sagen, nee, das ist ein Simulant, der ist gesund. Nun ruft dieser Arbeitnehmer bei mir an und fragt mich direkt, der MDK hat mich gesund geschrieben, was soll ich tun? Dann sage ich, gehen Sie sofort wieder zu Ihrem Facharzt. Wenn es vorher nur der Hausarzt war, gehen Sie diesmal zum Facharzt und lassen Sie sich wieder arbeitsunfähig schreiben. Dann machen die das und danach ist alles wieder gut. Ja? Also, das ist ein Instrument, wo man als Arbeitgeber jetzt den Arbeitnehmer schon mit ärgern kann mit dem medizinischen Dienst der Krankenkasse. Und wenn man Zweifel hat, sollte man das auch tun. Da sollte man, kann man einen gewissen Druck aufbauen, ja? Weil der Arbeitnehmer muss das ja erstmal wissen und das ist dann schon auch alles ein bisschen unangenehm. Aber man soll sich davon auch nicht zu viel versprechen lassen. Selbstverständlich ist die vorgeschobene Krankmeldung, Arbeitsunfähigkeitsmeldung, wenn man eigentlich gar nicht arbeitsunfähig ist, ist natürlich ein Kündigungsgrund. Ja? Denn man kassiert ja letztlich dann die Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber zu Unrecht. Und der Arbeitgeber bekommt keine Leistung. Weil man ja gar nicht arbeitsunfähig ist, müsste man ja arbeiten. Kassiert also Geld, obwohl man ihm kein Geld zusteht. Weil wenn man nur arbeiten muss und nicht arbeitet, dann kriegt man auch kein Geld. Ohne Arbeit kein Geld. Insofern also quasi eine Art Betrug und damit auf jeden Fall ein Kündigungsgrund. Nur, ich muss es nachweisen als Arbeitgeber. Und der medizinische Dienst der Krankenkasse ist da kein gutes Instrument. Man hat heutzutage als Arbeitgeber viel bessere. Wenn der Arbeitnehmer zum Beispiel auf Facebook Fotos postet aus Spanien, Südspanien im Winter, obwohl er eigentlich angeblich eine schwere Grippe hat und im Bett liegt, ja, das ist ein Ansatz, ja. Oder wenn der Arbeitnehmer aus der nachts um 3 den Standort irgendeiner Disse postet, obwohl er eigentlich schwerkrank im Bett liegen sollte. Wenn der Arbeitnehmer eine Postkarte schickt, schöne Grüße aus dem Skiurlaub, obwohl er eigentlich ein gebrochenes Bein haben sollte und so weiter. Bis auf den letzten Fall, der letzte Fall ist absurd, das wird wohl nicht passieren, aber die anderen Fälle sind real, ja. Die haben wir alle gehabt in allen Schattierungen. Wenn der Arbeitnehmer krank ist und nach Brasilien reist, hatte ich auch mal. Ja? Da hatte der Problem war, wir hatten den Arbeitgeber, aber das Problem war, dass die Arbeitnehmerin in dem Fall gesagt hat, das war ärztlich verordnet, sie war psychisch krank. Schwierig mit der Kündigung dann, ja, für den Arbeitgeber. Und der Arbeitnehmer muss das natürlich auch dann beweisen. Ja? Insofern kann man jetzt nochmal zusammenfassen, also Krankmeldungen einkassieren oder so ist schwierig. Ja? Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bleibt ja bestehen des Arztes, aber man kann sie erschüttern. Diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besagt ja erstmal nichts weiter, als dass Arzt XY, Arbeitnehmer XYZ für arbeitsunfähig hält. Und das kann dieser Anscheinsbeweis, dass so ein Facharzt gesagt hat, der ist arbeitsunfähig, der kann erschüttert werden durch den medizinischen Dienst der Krankenkasse, durch aber vor allen Dingen und besser durch Verhalten des Arbeitnehmers. Ja? Wenn ich nämlich durch mein Verhalten zum Ausdruck bringe, ich bin gar nicht krank,
dann ist die Frage, ob dann noch jemand dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Glauben schenkt. Und das wäre dann eben auch ein Ansatz für eine Kündigung. Soweit erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es gibt vom selben Zuschauer noch die weitere Frage zu persönlichen Gesprächen im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit. Das machen wir aber in einem extra Video. Danke. Tschüss.